Hallo liebe Ladies von My Outfit of the Day. Ich mach mal kurz Licht an, vielleicht ist es besser. So, heute habe ich mal Bock gehabt auf so ein Bandeau-Kleid, nennt man das, glaube ich. Einfach weiß mit Sternchen und da ich ja immer sage, geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus, habe ich mal so Glitzer-Wedges an. Ja, und wenn ihr euch fragt, boah cool, wo hast du die denn her? Die sind über 20 Jahre alt. Also die habe ich mir, ja, obwohl 20 Jahre, kommt hin. Die habe ich mir mal, da war ich 19, bei C&A gekauft und habe damit Silvester gefeiert mit den High Heels, also mit den Wedges. Die schimmern in allen möglichen Glitzertönen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich kann die einfach heute anziehen. Ich habe einfach Bock drauf. Vom Make-up her, ich habe mich kaum geschminkt. Und wenn ihr denkt, boah, was ist mit ihr Gesicht, mit ihrem Gesicht los? Ich habe eine heftige Allergie bekommen. Und zwar eine ganz heftige Reaktion auf Naturprodukte. Also ich war die letzten Tage richtig aufgedunsen, aufgeschwollen, es hat gebrannt. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Deswegen, vom Make-up, ich bin froh, dass ich mir heute ein bisschen Wimperntusche drauf tun konnte und Eyeliner und ein bisschen Lipgloss. Ja, um das Ganze aufzulockern, damit das nicht, also klar, einige sagen, boah, ich will zu feiern gehen, ich gehe jetzt so arbeiten. Wir haben irgendwie 8 Uhr morgens und ich muss auch gleich los, um den Outfit diese Lockerheit zu geben, damit das nicht zu sehr nach Feiern und Etepetete aussieht, habe ich halt diese Mickey Mouse Uhr. Finde ich total cool. Hm? Dazu werde ich, achso, das ist übrigens das Lipgloss, was ich drauf habe. Ja? Dazu werde ich mal so ein Wollcape anziehen. Oder ihr könnt auch so eine Strickjacke oder eine Lederjacke drüber anziehen. Habe ich jetzt nicht, weil ich denke, ach komm, so ein bisschen lockerer. Hm? Wegen den Ärmeln. Und eine beige Tasche, Ledertasche. Und dazu werde ich meine Vintage-Brille tragen. Und ich finde, so, das Outfit ist alltagstauglich. Ne? Geht gleich zur Arbeit und ja. Ne? So. 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 Oder andersrum oder so. Moment, so. Ja. Hier voll am Posen, ja. Die Haare, die habe ich extra so zu so einen seitlichen, lockeren Pferdeschwanz gebunden. Ja, wie ich immer sage, geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Ich habe jetzt auf die Kacke gehauen mit den Glitzerschuhen, weil ich konnte ja mich gar nicht großartig schminken. Das ist mein Ring. Ja, und viel Spaß beim Nachzahlen, Ladies. Ich sage ja immer, nur weil wir fast 40 werden, müssen wir nicht so aussehen. So, ich muss jetzt arbeiten gehen. Bis dann, viel Spaß beim Nachstylen. Nochmal gucken. Ja, Blitz funktioniert nicht. Ich mach mal hier so. So, das sind die Schuhe. Man sieht ja, sind ein bisschen abgenutzt, aber ich meine ja, ist scheißegal, nach 20 Jahren ist das ganz okay. Ich hoffe, der Glitzer kommt so rüber. Ja. Viel Spaß beim Nachstylen, sage ich immer. Haut rein. Und wenn ihr Bock auf Glitzer habt, Glitzerschuhe, Glitzer irgendwas. Ja, ich hoffe, ich kann euch inspirieren. Ich muss jetzt auch los. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal. Und ihr könnt mich gerne auf, na, mir fehlen die Worte, Facebook stalken. My Outfit of the Day heißt meine Seite. Tschüss.